meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Dead Space 3. Jetzt wollte ich gerade sagen, irgendwie fehlt mir hier gerade das... Wir fangen irgendwie so an. Wir hatten eine Umfrage gestartet und ihr wolltet, dass wir auch erstmal den Remake spielen. Das ist wieder so laut. Neues Spiel. Ja, okay. Bitte warten. Welche Verbindung wird jetzt hergestellt? Welche Verbindung soll jetzt... Alles klar. So, erstmal machen wir die Verbindung. Wir machen das hier ein bisschen leiser. Von der Musik, ja. Warum muss das so ein Hackmeck sein? Einfach mich draufdrücken lassen. Lautstärke Musik. Einfach mal, verdammt nochmal. Ja. Leiser. Man hört keinen Unterschied, ne? So, bestätigen. Damit haben wir schon mal einiges geschafft. So, ja, wir hatten eine Umfrage gemacht auf der YouTube, wo ich gefragt habe, ob wir denn auch das Remake spielen wollt von Dead Space 1, denn vor kurzem hatten wir Dead Space 1 ja, Dead Space 1 tatsächlich ja durchgespielt. Und was soll das? Egal. Durchgespielt und ihr wolltet auch, dass ich sofort anfange mit Dead Space 3. Fangen wir an. Mal gucken, ob es genauso gruselig wird. So, bestätigen, was ich, ne? Also das ist echt... So, bestätigen. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert hier anständig. Diese Spiele immer, ne? Diese Einstellung. So, auf jeden Fall wolltet ihr das sehen und wir tun das jetzt. Mit euch machen wir das jetzt. Wir datteln dieses Spiel. Und legen los mit der Solo-Kampagne. Koop-Kampagne ist auch möglich. Neues Spiel Plus, was ist denn das? Wahrscheinlich so DLC oder so ein Scheiß, wenn das dran ist, ne? So. Also, wie gesagt, Umfrage bei YouTube gestartet. Ihr freut euch auf den Remake und wollt, dass ich diesen Teil hier jetzt sofort beginne. Lass uns loslegen. So. Huch, was? Alles begann vor 300 Jahren. Mit der Entdeckung eines Alien-Artefakts. Unter dem alten Golf von Mexiko fand man den schwarzen Marker. Er schien unbegrenzte Energie zu versprechen. Bis er Demenz, Wahnsinn und ein monströses Leben nach dem Tod namens Necromorphs hervorbrachte. Was genau beim Desaster um den originalen schwarzen Marker geschah, wurde vertuscht und verschleiert. Zu spät jedoch, um die Gründung einer ganzen Religion im Namen Michael Altmans, eines seiner Erforscher, zu verhindern. Sein fragwürdiger Tod machte ihn zu einem Märtyrer und Unitology war geboren. Bis heute gedeiht diese geheimnisvolle Organisation, die die Marker für göttlich hält und für uns alle eine glorreiche Vereinigung von Geist, Körper und Verstand erstrebt. Generationen nach dem Desaster um den schwarzen Marker sah die Menschheit sich aufgrund schwindender Ressourcen mit ihrem eigenen Aussterben konfrontiert. Verzweifelt versuchte man, den schwarzen Marker zu reproduzieren, um seine unbegrenzten Energien nutzbar zu machen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind missverständlich, doch wissen wir heute, dass die Reproduktion erfolgreich und ihr Preis zu hoch war. Alle Markerkopien wurden an geheimen Orten im ganzen Universum vergraben, wo sie zu unser allerbesten hätten bleiben müssen. Doch stieß das Abbauschiff USG Ishimura während einer illegalen Abbauoperation auf Aegis 7 200 Jahre später auf eine der vergessenen Kopien, einen roten Marker, und leitete damit eine neue Welle der Markerinfektionen ein. Eine überlebende Schlüsselperson dieses Vorfalls war ein Ingenieur namens Isaac Clark. Der Marker sprach zu ihm und hinterließ ihm ein Geschenk, einen mentalen Plan des Markers. Isaac wurde von EarthGov gefangen genommen und gefoltert, sein Verstand nach den Geheimnissen des Markers durchforstet. Das Markerprogramm wurde alsdann wiederbelebt und man baute einen neuen auf der beliebten Titan Sprawl. Doch das Desaster ließ nicht lange auf sich warten. Isaac konnte fliehen, wenn auch nur um Haaresbreite. Von der Sprawl blieb nur Staub übrig, genau wie von Aegis 7 zuvor. Seit dieser Zeit hat sich die Markerkrise nur noch weiter verdichtet
und Isaac Clarke, dessen vom Marker berührter Verstand mit dem Wissen brannte, wie man den Marker nachbilden und auch zerstören kann, hielt sich im Verborgenen, fest entschlossen, sich von den Markern und all ihren Erzeugnissen fernzuhalten. Aber es gibt noch Hoffnung. Ein Eisplanet, auf dem jemand es vor 200 Jahren irgendwie schaffte, die Erhebung eines Markers aufzuhalten. Ein Fingerzeig aus der Vergangenheit, der unsere Zukunft retten könnte. So, jetzt haben wir ja auch wieder das aufgearbeitet, was wir wohl nicht verpasst haben. Auf jeden Fall seht ihr selber, es geht wieder mal um den Marker, der die Leute in Wahnsinnige verwandelt, in blutrünstige Monster, die nur eins im Sinn haben, andere zu töten. Okay, Dead Space 3, ja, lass es loslegen. Ich hab total Lust, ne? Eisplanet, ha? Unweigerlich muss ich da an Star Wars denken. 18. Juni 23.14. Oh. Lass ein bisschen hin, ne? Ganz tropfige Nase. Hier Whiskey 250. Alpha Niner, hier Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Nur dorthin, schnell, hören Sie! Wir müssen dorthin, oder andere Verfolgung. Verdammt! So, jetzt dürfen wir den Kollegen hier spielen. Alter Schwede. Da müssen wir hin. Steuerung so wie beim ersten Teil, wa? Ja. Aber es sieht schon geiler aus ein bisschen, ne? Gut, bis jetzt sind wir auch nur Schnee und Gestöber. Er zählt auf dich. Du bist doch Soldat, oder? Soldat sind wir, ja. Richtig. Die Waffe ist nicht mal geladen. Ist nicht mal geladen? Auch schlecht, oder? Bestimmt für seine eigene Sicherheit. Oh nein. Alte Dings gedrückt, um was zu tun? Rennen. Ja, das ist mir doch gerade ziemlich gut gelungen, oder? Hoffentlich kann ich da nicht runterfallen. Okay. Hey Doc, ich hab's gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Ja, keine Sorge, Digga. Endlich. Munition. Muss mal die Mausempfindlichkeit mal ein bisschen schnell verändern hier. Das ist doch so ein bisschen störend. Warte mal, Steuerung. Mausempfindlichkeit, die machen wir ein bisschen weniger hier. Die ist ein bisschen zu heftig. So, bestätigen. Ja, viel besser. Viel besser. Kommt doch hier, ey, jetzt. Was? Nachladen. Jetzt ist sie geladen, Kollege. Komm, rein durch die Tür. Alte Dings und Dings und Dings. Lass euch aufschießen. Ah ja. Alter. Ja. Der hat drauf gewartet. Oh, der hat drauf gewartet. Zombies. Weg da. Der Schlüssel. Mit dir. Nein. Was? Ohne Kopf und so? Zerstümmelt sie, Isaac! So war das doch damals, ne? Ich habe einen Weg hineingefunden. Gut. Sie suchen nach einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Wow. Zylinder halben Meter Länge, was? Ah! Nicht so. Ja, sehr viel Motivation hat er da nicht drin, ne, was? Da geht mehr, Kollegen. Kann ich das... Nicht, okay.
Ups, wie das wieder durch die Gegend fliegt hier. Tschüss, weg damit. Das Schreien kommt, glaube ich, von den Kollegen hier, ne? Wow, wie die gleich auseinanderfetzen, die Jungs, was? Nicht doch! Nein! Ist nicht mit! Oh Gott, der krabbelt immer noch! Okay. Ja. Erstmal wieder dran gewöhnt, wie hart das war. Wie lange habe ich keinen Dead Space mehr gespielt? Ich glaube, Mach mir doch mal auf jetzt! Seit 2 Wochen nicht mehr, oder was? Oh. Drücke E. Ja, okay. Ja, dann hoch, Junge. Alles klar. Okay, der ist jetzt da durchgegangen. Und kommt erst dann wieder, wenn ich diesen Knopf hier bedrücke gleich. Ja. Sehr zwei Knöpfe. Okay. Tür geht auf. Und ich gehe hinein. Was ist denn das? Ein Codex. Ich hab ihn. Ja. Läuft. Läuft zu weit von uns. Tim, wo sind Sie? Herr Doc, ich hänge an einer Felswand. Aber ich habe, was immer das ist. Der Codex. Er ist der Schlüssel, um alles zu retten. Kommen Sie zum Silo und halten Sie keinesfalls an. Mann, lass doch da noch so rein. Okay. Lauf, bitte, lauf. Bleib nicht stehen. Was ist das für ein altes Raumschiff? Okay. Ja, auf einmal dreht sich da was, ist klar. Das Ding liegt schon seit 500 Jahren irgendwie brach in der Eiswüste und auf einmal dreht sich da was, damit es uns zerfetzen kann. Ja, ist klar. Ja, typisch Dead Space. Lass die Maske auf. Sieht hübsch aus mit Maske. Oh. Ja, ich glaube. Und das Wrack ist jetzt einfach weg. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. Mhm. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten. Er ist besessen. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Okay. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ja. Ihre Mom? Ihren Dad? Und ja. Meine Vögel. Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Das kannst du jetzt nicht machen. Naja, irgendwann kommt Isaac und tritt dir dafür den Arsch. Mhm. Okay, er tut's nicht, weil du ja schon tot bist. Ach, herrje. Was soll das jetzt sein? Ist es eine Bombe oder ist es Daten gelöscht? Oh, das ist aber doof jetzt, ne? Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden auf zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir einfach... Das ist cool, irgendwie. Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Das ist gut. Auf dich auf, ja? Ah!
Was wäre denn? Kung Fu. Judo. Sie, Isaac Clark. Finger weg von mir. Antworten Sie. Er ist es. Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch. Hoch. Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich. Die Regierung zwang mich. Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein. Nein! Damit bin ich fertig. Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary? Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Hey, nun läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Okay. Dann los. Dann los. Baby, ich komme. Was? Das ist. Ja, okay. Hä? Wieder zurück im Geschäft. So. Aufnehmen. Drücke Q. Ja, okay, waren wir noch nicht fit dann für, ja? Okay. Wow. Das Menü ist ein bisschen anders. Hier gibt es eine Pistole und da gibt es unseren. Was ist unser Cutter oder was ist das? Ist es genauso wie beim anderen? Ja. Alles klar, Digga. Audiodatei. Abspielen. Wiedergabe, Nachricht 33. Anrufer, Birdrise Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Kacke. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. So richtig typisch, ne? So ehemaliger Held, psychisch total Matsch am Paddel. Ich meine ganz im Ernst, was er da alles erlebt hat. Und dann... Okay. Vom sozialen Abgrund. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ja, ich mach doch schon. Später. Moin. Hey. Wer zum Teufel sind Sie denn? Scars letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon? Wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauber aus. Niemand mehr? Das ist unser Wagen. Los jetzt! Oi, oi, oi. Los, los! Nachladen! Ja, okay. Nein, wer ist er denn? Ich bin super böse! Okay, welches Auto? Hier lang! Sie sind hier unten? Hab ich schon genommen. Isaac, Bewegung! Los! Entdeckung! Oh Gott, nein! Dann nimm mit. Was? Nein, schieß mich nicht in Stücke. Oh, nimm doch den ganzen Scheiß aber alles mit dir. Komm. Ne, geschossen. Oh, Digga. Also irgendwie geht mir die Maus noch immer ein bisschen zu schnell. Warte. Ja. Nein. Mann, nachladen, ey. Unnötige Sache, das mit Nachladen. Also mir geht jetzt die Mausempfindlichkeit gerade echt noch zu schnell. Das ist mir... Ist noch nicht so mein Ding. Steuerung. Mausempfindlichkeit. Echt noch viel weniger, wa? Bestätigen. Zurück. So. Ja, damit kann ich leben. Das ist besser. Ah, die haben Shit da gelassen. Nehmen wir mit. Credits oder was? Ich lese es mir gar nicht durch erst. Das sieht total geil aus hier. Scheiße. Alter. Das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Warum mich?
Verschwinden Sie da und halten Sie die Klappe. Nein! Mieses Arsch! Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Sie haben früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Irgendeine Inside-Prophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, okay. Gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher Corp-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Alles klar. Spinde öffnen. Welche sind auf? Nein, 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 nein. Wir wollen nicht wieder zurück. Auf gar keinen Fall wieder zu den Verrückten. Okay. Was sollen wir da runtergehen? Oder? Ne, hier links, ne? Öffnen. Nimm doch mit dem Scheiß jetzt hier. Mach doch nicht. Isaac, ehrlich, wir beide müssen mal miteinander reden. Wenn das hier was mit uns werden soll, ne? Dann muss das hier echt hinhauen. Ne? Das heißt, du musst on point genau das machen, was ich tue. Huh? Hey! Man erschießt nicht einfach. Ja, keine Sorge. Ist alles gut. Super, ganzes Magazin daneben geschleudert. Ich wollte gerade sagen, das kannst deine Mutter erzählen, dass du hier nicht drauf gehst. So, was mit ihr hier? Aufstehen! Mädel, aufstehen! Lady! Okay, die kann man nicht so zerstückeln, dann. Schade eigentlich. Und den hier? Wasch! Ja! Okay. Die Bösen kriegen einen immer. Digga, ist es in des Autos? Mist! Ich bin auf den Freeway gekommen. Dann müssen Sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. So. Ups. War ich das etwa? Och, der Isaac. Warum wollen sie mich nur töten? Ich bin so ein netter Mensch. Ich kann so gut mit Menschen. Ich bin so menschlich. Alles klar. Alles klar. Ich muss mich auch mal auf eine Schießerei einlassen, ne? Zumal, wenn ich das sehe, dass von oben noch irgendwas kommt. Himmel. Okay. Oh, wie schön. Hier hat jemand aufgeräumt. Das sind gut nur die Bösen. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden auf zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir einst unser Geld anvertrauten, haben es verlassen. Los, Knacker! Denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten, haben sie sabotiert. Alles klar. Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzt? Warum Earthgard? Denn ich sag, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Ist das so? Ketzerei, ja? Ja, dann macht. Einfach hoch. So, oder runter. Da, wo du gerade hin willst. Was weiß ich? Aber ist geil gemacht, ne? So mit dieser futuristischen Stadt und so und alles. Dafür bin ich da. Das macht mir Spaß. Also ich bin, holt mich ab. Ich bin gerade dabei. Hallo. Macht sie kalt! Nein, Isaac. So schnell, du hast so viel durchgemacht und jetzt lässt dich von einer Kugel treffen. Der hier lebt noch. Bringt ihn her. Isaac Clark, der Mann, nach dem ich gesucht habe. Ist das so, ja? Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, Sie werden ohnehin gleich tot sein. Okay. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein!
Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Das ist gemachte Natur. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Okay. Jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Hui! Alles voller Leichen, wa? Kacke. Isaac, Isaac, Isaac. Du gerätst auch immer in deine Scheiße, hör mal. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Zombie. Ist das euer Ernst? Was für Isaac? Irgendwie raus? Mein Gott, ist dunkel. Haben wir so Waffen noch? Das ist gut. Ist gut, ist gut. Drücke Q, um Möglichkeiten. Oh, hi. Die zerfetzen gar nicht. Lass das sein. Der Cutter wäre mal stets mein guter Freund. Okay, wenn er voll war. Oh Gott! Zerstückeln, ja, das ist ja nichts Neues. Aber er sollte jetzt totgestückelt sein, was? Verriegelt. Oh, ja. Kein gutes Omen. Keine gute Sache da draußen. Moment. Danke, ich bin im Geschäft. Haha, hallo. Ach, ich kenne das irgendwoher. Okay. Wow, ich glaube, ich müsste mal nochmal reden. Oh Gott, Einstellung ohne Ende, ne? Helligkeit arbeiten, also mir ist das echt zu dunkel. Und wenn es mir zu dunkel ist, ist es euch zu dunkel. Ja, speicher doch den Shit, Mann. Steckt hier kein. So, seht ihr das? So geil das. Oh oh. Nimm mit den Shit. Nimm mit den Shit. Und nimm mit den Shit. Oh, zu voll. Nimm mit den Shit. Voll. So. Alles klar, hier geht's längst. Kann das sein, dass die mehr... Da ist tot. So, du bist der Nächste. Nein, der ist nicht tot. Ach komm schon. Oh Mann, da verballerst du aber Motivation, Alter. Meine Fresse. Okay. Und der hier, der hat das Schnellschluss gemacht, hier drin. Okay, der hatte was. Man muss sie zerstampfen, damit die. Und schön zermusen, damit die Items lassen. Und. Isaac, sind Sie schon beim Rettungsteam? Ja, quasi. Alles tot. Danik war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Wir sehen uns auf den Schienen. Kann man hier denn irgendwo speichern? Mal.
zu Ihrer eigenen Sicherheit wird dieser Bereich bis auf Weiteres abgeriegelt. Bewahren Sie Ruhe, bleiben Sie drin. Hilfe ist unterwegs. So. Ja, okay, Kinderchen. Wir machen hier einen Break für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Dieses Spiel ist sehr vielversprechend. Es macht Spaß. Ich habe den Teil noch nicht gespielt. Und wir sehen uns wieder, wie gesagt, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss.